Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum IG Trading Talk heute aus Zürich. Wir hatten hier nämlich den IG Bank Swiss Trading Day und bei mir ist Orkan Kuyas, professioneller Trader und Senior Portfolio Manager. Orkan, schön, dich hier in Zürich zu Hallo, sehen. grüß dich, Mann, schön. Du bist ja schon sehr lange Trader, du hast das Gefühl für den Markt. Vielleicht, wenn wir mal ganz simpel einsteigen, um als Trader in den Markt reinzugehen, was soll man da am Anfang so beachten? Auf alle Fälle sich keine Meinung zu bilden, das ist schon mal ganz wichtig. Nicht so große Positionsgrößen fahren, nicht in zu kurzen Zeiteinheiten unterwegs sein. Erstmal vielleicht mit dem Tageschart anfangen, Woche, Tag, 4 Stunden sich runterarbeiten, nicht unter die 5 Minuten gehen. All diese Sachen zum Beispiel. Was schaust du dir besonders an? Die Nachrichten, die durch den Ticker reinkommen, oder guckst du mehr so technisch, statistisch auf Analysen zum Beispiel? Also eigentlich ist es wirklich bei mir wirklich die Technik. Also sei es der Chart, sei es jetzt irgendwelche Tape-Readings oder ich gucke mal wirklich jetzt, mache eine schöne Selbstanalyse, ja, oder Statistiken halt, aber Nachrichten gar nicht. Also wenn zum Beispiel eine Aktie plötzlich 20% nach oben schießt, nachbörslich, oh, was ist denn da? Dann gucke ich mal. Oder plötzlich springt die an, kriegst du einen Wohler-Alarm beim System, oh, was ist denn? Maus neu geschauen, ja. Aber so selbst Nachrichten lesen, ständig zum Aktien, wo man investiert, macht und tut, nein, es beeinflusst viel zu sehr. Du bist dann gehemmt in deiner Entscheidung. Du willst was machen, dann liest du nur schlechte Nachrichten, aber du siehst irgendwie, die Aktie steht 4 Wochen später 30%, 20% höher. Oder du sagst zum Beispiel, okay, pass auf, alle sagen, das ist top, du musst jetzt rein und die Aktie fällt seit dem Tag, weil du quasi am Schluss eingestiegen bist, wo die Musik ausgeht, wie bei der Reise nach Jerusalem. Weißt du selber dann, ja, und da muss man echt drauf aufpassen. Also bin ich ein Mensch, der sagt, diese Nachrichten alles erstmal ausblenden, das beeinflusst zu sehr. Viele fragen mich, was ist denn jetzt mit der Schuldengeschichte in den USA? Ich habe gesagt, hey, 99,99% ist das Thema eigentlich schon durch. Das ist schon eingepreist irgendwo. Warum? Ganz einfach. Das haben wir nicht zum ersten Mal. Wir hatten das, glaube ich, 2013 mal gehabt und nochmal einen an, 2011 auch 2011, schon. 2011, genau. Und dann hast du wirklich von den Leuten gehört, dass sie sich alle short positionieren, also die Retailer. Da habe ich mir gedacht, warum? Ja. Und dann hast du gesehen, dann kam die Reaktion. Es gab auch keine Non-Farm Payrolls, weil er das Amt ja zu hatte. Aber da ist gar nichts. 10%, 20% runtergegangen. Die denken direkt, das ganze Land ist pleite. Also von daher muss man schon versuchen, diese ganzen Sachen auszublenden. Wenn man jetzt technisch aber tradet, da muss man doch aber einiges Wissen und Erfahrung haben. Wie baut man das auf? Wenn wir auf das Thema Nachrichten kommen, ist es wichtig, wenn man tradet, dass man weiß, wann kommt eine Nachricht. Wie zum Beispiel die Non-Farm Payrolls. Jeden ersten Freitag um 14:30 Uhr, dass man nicht plötzlich um 14:28 Uhr reingeht in den Index und sich wundert zum Beispiel, oh, wieso bewegt sich das auf einmal so stark oder Gold oder der Euro-US-Dollar. Das ist das Erste, dass man weiß, dass man die regulären Abläufe kennt, die Öffnungszeiten der europäischen Börsen, dass man nicht den DAX noch um 19 Uhr handelt oder den Dow eigentlich nicht um 10 Uhr morgens, dass man sagt, Europa jetzt, später USA. Also so, das sind so die Anfängersachen, darauf muss man erstmal achten, dass man da ein bisschen reinkommt. Du kennst dich auch gut mit Optionsscheinen aus. Was muss man da beachten? Das ist wirklich ein Instrument, was ich sehr gerne handle. Vor allem aus dem Grunde, wenn zum Beispiel irgendein Markt oder irgendwas stark steigt, aber ich sage jetzt, möchte ich den Markt oder die Aktie oder was auch immer shorten und habe dafür einen Optionsschein, achte ich auf die implizierte Volatilität. Dann ist sie schön niedrig. Es gibt da schon mal den ersten Trick, wenn du siehst, irgendwas steigt und die steigt plötzlich nach oben, die implizierte Vola, bedeutet es, große Adressen haben sich im Optionsmarkt abgehatcht. Da könnte bald oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, es fällt. Ja? Der Vorteil bei Optionsscheinen ist ja, wenn du jetzt sagen wir mal der DAX bei 16,3 steht und du denkst, das geht runter, da war ja die Vola relativ niedrig. Und dann geht der Markt 400, 500 Punkte runter, dann kannst du richtig Geld verdienen, weil diese implizite Volatilität steigt dann in dem Schein und das schiebt den Schein nochmal an. Und das Gute ist halt so für Swings, ja, sagen wir mal, kommt darauf an, wie du jetzt, sagen wir mal, etwas Short oder Long nimmst. Wenn du nicht im physisch direkt in den Wert investiert sein möchtest, dann und du sagst, ja, in dem Bereich da vorne könnte es ja was drehen, dann kann man halt Optionsscheine nehmen bei Knockouts. Da ist ein Level, ist die Barriere erreicht, ist das Ding platt. Und im Optionsschein arbeitet ja nur der Preis und die Zeit ja gegen dich. Ich glaube, viele sind vielleicht auch schon vom Wort Optionsschein ein bisschen abgeschreckt. Für wen ist das vielleicht was? Und muss man davor irgendwie zurückschrecken? Zurückschrecken definitiv nein. Es ist halt ein Retailer-Produkt, so wie es auch Knockouts sind. Es ist gar nichts Schlechtes, weil viele sagen zum Beispiel, ja, damit verlierst du nur, hiermit verlierst du nur.
Es ist eigentlich alles Quatsch. Also ich sage ganz ehrlich, wie beim Knockout, kleiner Hebel reicht, du kannst damit wunderschön arbeiten. Und bei einem Optionsschein, sage ich dir ganz ehrlich, da muss man aufs Omega achten erstmal. Das ist der Hebel. Und das ist ein super Produkt, um halt einen Swing-Trade zu machen. Also zum Intraday-Handel definitiv nicht zu empfehlen, weil auch die Preise sich ändern können durch die implizierte Vola und so weiter. Aber gerade zum Swing-Trading ist das eigentlich ein ideales Instrument. Wo siehst du momentan Chancen am Markt? Wie könnte man sich jetzt so positionieren? Also ich würde jetzt momentan eher wieder, ja, eher in den Juni hinein eine Long, also in Juni, Mitte Juni hin, so Ende erster Woche, Anfang zweiter Woche Juni, bis dann könnte der Markt noch steigen. Und dann könnte eventuell schon so eine Sommerkonsolidierung starten. Wir haben so die erste stärkere Konsolidierung jetzt gesehen. Vielleicht kommt jetzt nochmal so ein richtiger Schub nach oben. Jetzt kommen auch die NFPs, es kommt dieses, es kommt jenes. Also es könnte halt sein, dass wir nochmal einen starken Schub nach oben sehen. Aber dann muss man so ein bisschen aufpassen. Eventuell im Markt mal nach ein paar Short-Chancen langsam Aussicht zu halten. Ja, jetzt nicht der Nvidia zum Beispiel hinterher zu springen, auch ein wichtiger Tipp. Und beim Euro ist es jetzt so, wenn die 1,7 nachhaltig bricht, sollten wir nochmal auf die 1 runterlaufen und von dort erwarte ich eine Rallye bis 1,20 zum Beispiel. So, da gibt es Chancen im Für Moment. Trader momentan mehr Risiken oder mehr Chancen? Also meistens hast du ja die Risiken eher dann, wenn du keine Bohle hast. Das hat man ja zum Beispiel in dem ganzen oder die Hälfte des Aprils oder länger gesehen. Die Hälfte des Monats Mai hat man es gesehen, es war wenig los. Für den Daytrader absolut nicht gut, weil du verlierst oft, weil halt kaum, obwohl er da ist und kriegst Fehlsignale. Ich sage Risiken, nein, jetzt kommen eher wieder die Chancen, weil wieder die Volatilität kommt. Und wenn die kommt, läuft auch der Markt viel sauberer, finde ich eigentlich. Sagt Orkan Kuyas, Profi-Trader und Senior Portfolio Manager. Orkan, danke dir Danke und danke auch. Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos finden Sie noch unter IG.com. Danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.